Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Blick in die Trendradar Trendbox aus dem Monat Dezember werfen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trendradar Trendbox ist eine Box, die monatlich erscheint, ab 29,95 € pro Box und pro Monat kostet. Ihr könnt mit Claudi 15% auf die erste Box sparen. Und wir haben hier 8 bis 10 wunderschöne Produkte drin und in einem Warenwert von mindestens 85 Euro. Es ist Food, Fashion, Lifestyle. Dies, das, Ananas, Beauty, mega cool enthalten, also verschiedenste Kategorien, das ist immer sehr, sehr aufregend. Wir hatten hier schon Mehl drin, wir hatten wirklich alles Mögliche schon hier drin, Putzmittel, aber halt auch Beauty-Produkte, ne? Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie euch hier einmal vorstellen kann, euch ein bisschen was zu den Produkten erzählen kann und so und einfach so ein, ja, so ein Unboxing hier machen kann, ne? Und weil ich das so cool finde und so dankbar dafür bin, mache ich in diesem Video auch wieder eine Verlosung. Und zwar kannst du ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket von mir gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da super gerne einfach mal vorbei. Ja, und ich bin immer wieder überrascht, was ich hier drin finde, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss oft schmunzeln, manchmal auch innerlich oder äußerlich ein kleines Tränchen verdrücken und ich finde es immer wieder aufregend. Und ja, genau. Jetzt haben wir hier eine sehr schöne, übrigens nachhaltige Box. Also die Produkte und die Firmen, die hier drin sind, sind immer mit Nachhaltigkeit geprägt. Und genau, das finde ich auch cool. Ich glaube, die Produkte sind mittlerweile alle vegan, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste auch alles tierversuchsfrei sein. Hier habe ich so ein bisschen Füllmaterial. Das tue ich mal zur Seite. Und ja, das Motto ist ganz offensichtlich Coming Home, also nach Hause kommen. Und Leute, das ist natürlich so dieses Typische, ne? In der Weihnachtszeit kennt man ja normalerweise, dass man dann so in der Weihnachtszeit auch so zur Familie fährt und dieses Zuhause ankommen. Also ja, man fährt, fliegt, wie auch immer nach Hause, wie auch immer, wo auch immer das Zuhause liegt. Finde ich eigentlich auch immer schön. Dieses Jahr bleiben mein Freund Julius und ich nur mit dem Hintern zu Hause hier, weil gerade erst Baby gekriegt, ne? Ist klar. Rampampam. Erstmal ein bisschen rumrascheln und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Hm. Es sieht schon mal ganz gut aus. Wir nehmen aber erstmal so ein bisschen die ganzen Flyer raus. Und da fangen wir an mit Liebe gepackt von Christine. Wenn du alle Grußkarten von 1 bis 10 sammelst, bekommst du so eine Surprise-Box, was ganz süß ist, finde ich. Dann habe ich hier Handmade in Berlin with Love draufstehen. Von der lieben Anna habe ich nämlich hier ein kleines Kärtchen bekommen, eben weil es eine Kooperation ist. Die bedanken sich einfach dafür, für die schöne Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank auch an dich, liebe Anna. Mir macht es auch immer wieder Freude. Coming Home, genau, da sehen wir entweder Mutter und Tochter oder Oma und Enkelin, man weiß es nicht, ne? Also ja, es ist ein Fest der Familie, es ist ein Fest der Liebe, der Herzen, wir wissen Bescheid, ne? Eigentlich sollte man sowas tatsächlich ganzjährig zelebrieren, aber so hat man wenigstens einmal im Jahr den Anlass, eben ja, so ein bisschen Herzlichkeit zu geben und zu empfangen. Und das finde ich auch gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Deswegen, ja, so kommerzialisiert Weihnachten auch sein mag, so sinnvoll und wichtig ist es trotzdem. Weil man sollte den Grundgedanken halt tatsächlich auch nicht vergessen. Ne? Nicht nur den christlichen, der ja auch dahinter steckt, sondern halt auch diesen generell herzlichen. So nämlich. Ja. In der Dezemberausgabe voller Vorfreude nach Hause kommen, deine Coming Home Box. Ich habe jetzt hier einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist und lese euch das Vorwort vor. Wir schauen da einfach mal durch. Ich mag das ganz gerne. Wenn der Duft frisch gebackener Plätzchen durch die Luft strömt, sich der Kerzenschein im Fenster spiegelt und die funkelnde Dekoration den Esstisch schmückt, ist es wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, endlich nach Hause zu kommen und allen Stress gehen zu lassen. Oder erst den ganzen Stress aufkommen zu lassen, weil das jedes Jahr Weihnachten der Fall ist. Na, wir kennen's. Die besinnlichste Zeit des Jahres widmest du deiner Familie, verbringst gemütliche Stunden bei Glühwein oder Kakao mit deinen Freunden und lässt es dir zu Hause so richtig gut gehen. Ja, während das Fest mal in der Küche vor sich hin köchelt, versammelt sich deine Liebsten um dich herum. Mit hübschen Überraschungen machst du ihnen eine Freude und fühlst dich angekommen. Denn im Dezember heißt es Coming Home. Definitiv. Dann hat immer eine der
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern hier auch so ein Zitat mit abdrucken lassen. Und in dem Heftchen haben wir jetzt die liebe Lene, die da mit ihrem Hund zu sehen ist. Coming Home steht bei mir jedes Jahr zur Weihnachtszeit an. Wir nehmen uns gerade dann die Zeit, mit der ganzen Familie zusammenzukommen, auch wenn 500 Kilometer Fahrt in die Heimat anstehen. Wow. Die gemeinsame Zeit nutzen wir dann für gute Gespräche, leckeres Essen und natürlich auch um kleine Freuden zu verschenken. Ja, definitiv. Hier sind die ganzen Produkte auch nochmal aufgeführt. Alternativprodukte haben wir hier auch dann mit drin. Trendteam, die schönsten Highlights 2022. Das ist schön, dass dann die ganzen Leute aus dem Trendraider-Team dann nochmal so ein bisschen was erzählen. Das finde ich schön. Geschenke verschönern. Ja, wie man Geschenke noch schöner einpacken kann. Vegane Geschenke. Dann ist es immer so geil, ne? Jedes Mal ist hier eine Info dabei, wie du diese Box auch anders gestalten könntest, um sie dann noch weiter zu verwenden. Ich verwende sie immer als Versandkarton, deswegen hat sie auf jeden Fall noch ein weiteres Leben. Lava Cake habe ich ein Rezept, das ist auch jeden Monat mit dabei. Und hier hinten deine Trendbox im Januar, ein Spoiler, Leute. Also, falls euch das jetzt catchen sollte und ihr die abonnieren möchtet, gerne Claudi 15 verwenden, wisst ihr Bescheid. Nach den stressigen Tagen im Dezember, wollen wir uns im Januar auf uns selbst konzentrieren. Siehst du, das ist immer so witzig. Ich lache mich immer schlapp eigentlich innerlich, ne? Die schreiben hier im Editorial so, hey, chillige Zeit, nutzen wir mit der Familie. Und im Januar, nach den stressigen Tagen im Dezember. Ich lieb's einfach. Okay, der Fokus liegt dabei auf allem, was uns gut tut und uns zum Strahlen bringt. Wir lassen 2022 hinter uns und starten voller Energie, neuer Ideen und Motivation in das neue Jahr. Boah, ja, ich freue mich auch schon auf 2023, weil 2022 war teilweise echt für den Hintern. Dabei achten wir vor allem auf den Einklang von Körper und Geist. Diesen holen wir uns durch ausgiebige Beauty-Treatments, gesunde Ernährung, erholsamen Schlaf. Ja, heute, wo ich das Video drehe, bin ich jetzt einen Tag, nachdem Julius 4 Wochen alt geworden ist und einen Tag, bevor er einen Monat alt ist. Also im Prinzip, Leute, mein Schlaf ist ganz woanders. Ne? Mhm. Und inspirierende Lebenshelfer. Okay, die Januar Trendbox ist dabei unser verlässlicher Begleiter. Die limitierte Box ist ab dem 01.01.2023 im Shop erhältlich. Du willst zuerst das neue Thema erfahren, dann schau an Neujahr doch direkt mal auf unserem Blog vorbei. Ja, okay, dann haben wir einen QR-Code, den kannst du scannen. Ich bin gespannt, was uns dann im Januar erwartet, aber also viel Schlaf ist jetzt gerade für mich echt nicht mit drin. Ich starte mit einem Beauty-Produkt hier mal mit dem Unboxing, ne? Kann man nach 9 Minuten auch mal machen. No Planet B ist die Marke, das ist wohl eine Marke, die es bei DM gibt, Upcycling Beauty. Cremedusche mit geretteten Blaubeeren und Mandelkernen, sowas finde ich auch immer nice. Wenn man da halt einfach merkt, dass man mit dem Produkt auch irgendwie was Gutes tut, ne? 250 Milliliter. Blaubeere hatte ich, glaube ich, noch nie irgendwie als Pflegeprodukt oder so. Oh, das riecht sehr nach Essen, Leute. Ich habe aktuell so einen Hype auf Joghurt tatsächlich und auch so Blaubeerjoghurt und so. Und das riecht wirklich wie ein Joghurt. Wie ein Blaubeerjoghurt. Ziemlich cool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist halt nicht so, dass es klassisch nach Essen riecht, so wie bei anderen Beauty-Produkten, wo ich sage, boah, nee, ich möchte jetzt echt nicht so und so riechen, ne? Das riecht angenehm beerig. Irgendwie mag ich das. Okay. Dann habe ich hier etwas drin, das ist Food. Bumme. Cashew, köstlich, milchig, willig, Kakao. Hä? Volle Kanne vegan, okay. Er gibt bis zu 10 Gläser Kakaodrink. Oh, schön. Das mag ich ja, ne? 2 Teelöffel mit kaltem Wasser. Dann mit einem Mixgerät mischen oder mit einem Löffel umrühren wahrscheinlich, ne? Glas mit kaltem Wasser auffüllen und vermischen. Hä? Glas mit kaltem? Hä? Also quasi erstmal 200 Milliliter kaltes Wasser drauf und dann nochmal 50 Milliliter kaltes Wasser drauf oder wie? Ja gut, zubereitet bis zu 5 Tage frisch im Kühlschrank. Bis zu 5 Tage? Ach so, wenn du das dann zubereitest. Ah. Hat sie gerade gelesen, ne? Egal, muss ich mal ausprobieren, wie uns das schmeckt. Wir sind ja wirklich auch, wir mögen gerne Kakao tatsächlich. Wie uns so eine vegane Variante davon schmecken würde. Und das kannst du natürlich auch mit Milch machen, ne? Das kannst du bestimmt auch mit Cashewmilch oder mit Mandelmilch oder sowas machen. Muss ich da mal ausprobieren und bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. Weil normalerweise so Kakao mit Wasser ist für mich so dieses, wie man das damals in der Schule in diesem Kakaoautomaten hatte.
war nicht so geil, ne? Kakao mit Wasser fand ich nie so geil. Aber gut, ja, wir machen weiter. Eine Teekampagne habe ich hier drin. Okay. Was ist das? Gartentee. Ton Tonganga. Kann ich nicht aussprechen. Wirklich nicht, Leute. Kann ich nicht aussprechen. Tonganga-Gaun, keine Ahnung. Ein Tee, ein Schwarztee. Ja, den werde ich weiter wandern lassen, weil wir tatsächlich gar nicht so gerne Schwarztee trinken. Mein Freund mag gerne so Apfeltee oder diese innere Ruhe, Magenfein, so von solchen Geschmacksrichtungen her. Ich mag gerne Früchtetee und Schwarztee. Da trinke ich mir lieber einen Kaffee tatsächlich. Aber das ist nicht schlimm. Also man könnte ihn natürlich auch für Besuch hier haben, weil ab und an mal Besuch kommt. Aber dann würde ich jetzt nicht so ein ganzes Paket hier haben. Wenn es jetzt kleiner wäre, wäre das sinnvoll. Vielleicht schenke ich das sonst auch meiner Stiefschwiegermama in Spee. Die mag nämlich gerne Schwarztee. Joa, ne? Ist auf jeden Fall ganz nice, wenn sowas mit drin ist. Wir hatten jetzt auch recht häufig mal Kaffee oder so, deswegen ist es ganz fair, wenn dann auch mal Tee mit drin enthalten ist. Das hier kommt auch in der Küche. Das ist nämlich ein Kitchen and Wash Cloth. Also ein Abwaschtuch. 30x35 haben wir hier drin. Von der Größe her, ne? Das ist einfach ein ganz klassisches Abwaschtuch. Kannst du nehmen, Abwasch hier nass machen und damit abwaschen. Als Trockentuch wahrscheinlich ein bisschen klein. Ja, ne? Passt. Solche praktischen Geschichten habe ich auch immer gerne tatsächlich in der Trend Reader Box drin. Und das ist auf jeden Fall Certified by Soil Association und 100% Baumwolle, Bio-Baumwolle ist das. Das ist auch schön, ne? So, dann habe ich hier etwas drin, was ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Von Jungglück. Handcreme Intensiv, 50 Milliliter. Jungglück ist eine sehr sympathische Marke, die halt auch sehr auf Nachhaltigkeit setzen. Das fängt schon mal dabei, damit an, dass die keinen Beipackzettel haben, sondern das einfach für den, also mit dem Karton halt nutzen. Das wird hier reingedruckt und dann kannst du hier einfach die Kartonage öffnen und dir alles durchlesen, was da so drin ist und so. Klartext zu den Ingredients, genau, sowas ist auch immer ganz gut, dass da ganz genau aufgeführt ist, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Und du hast hier auch eine super nachhaltige Verpackung, weil es Glas ist. Das ist natürlich jetzt im, ja, wie soll ich das sagen, wenn man das jetzt so in eine Handtasche schmeißt oder so, ist es jetzt relativ, du kannst es nicht in die Gegend schmeißen, so, dann könnte das Glas halt auch einfach mal kaputt gehen, ne? In dem Sinne ist es halt etwas unpraktisch, aber es ist halt nachhaltiger, weil du hast hier nicht so die Plastikgeschichte am Start und ja, auch Handcreme passt jetzt einfach gerade richtig gut zu der ganzen Winterthematik, deswegen finde ich das auch schon wieder schön. Ja, mag ich. Also ja, finde ich wirklich gut und ich meine, wir hatten vorletztes Mal auch was von Jungglück drin. War das nicht eine Lippenpflege? Ja, sehr, sehr gut. So, Foodie Capudi habe ich hier auch noch am Start. Frikadelle. Was? Eine Frikadelle. Tatsächlich rein pflanzlich Red Bean aus roten Bohnen. 170 Gramm für 10 bis 12 Stück. Das heißt, du hast hier eine vegetarische Möglichkeit, Frikadellen herzustellen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man halt die roten Bohnen da als Alternative nimmt. Das ist von der Konsistenz her natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du halt wirklich Hackfleisch dafür nimmst, ne? Nom. Ich glaube, das hatte ich hier letztens auch mal irgendwo. Better Peanut. Ja, Better Guilt-Free Peanut Butter Cups. 2 Stück sind hier drin. Mega cool. Also sowas esse ich richtig gerne. Richtig gerne. Da müssen wir jetzt einfach mal nicht auf Kalorien achten oder so. Ne? Das gönnt man sich einfach mal. Sowas ähnliches gibt es halt auch im Action zu kaufen. Und das mag ich super gerne. Das ist schon sehr lecker. Dann habe ich hier noch Date Bites, also Dattel von Karl Carlo. Ohne Zusatzstoffe, ohne Zuckerzusatz, 100% smart. Physalis Acerola und Ingwer. Das hört sich sehr interessant an, fühlt sich sehr fest an tatsächlich. Und da sind 5 Bites drin. Ja, das kann man dann wahrscheinlich so, genau, so brechen. Das ist wie so eine Schokolade. Ingwer stelle ich mir persönlich da ein bisschen schärfer vor. Muss ich mal gucken. Also wir haben eben tatsächlich gegessen, deswegen macht das jetzt für mich recht wenig Sinn, das zu essen. Und tatsächlich hatten wir auch ein Gericht, wo sehr viel Ingwer drin war. Ja. Werde ich mal ausprobieren, ne? Ich kann euch mal reinschreiben, wie es geschmeckt hat, wenn ich das Video schneide, bevor ich das, nachdem ich das gegessen habe. Dann habe ich von Bach
Rescura Night Spray, die original Bachblüten für die Nacht. Wenn du mal nicht schlafen kannst, ha, also ich muss nur an Schlaf denken und schlafe. Ne? Deswegen wird das weiterwandern an jemanden, der oder die das vielleicht ein bisschen besser gebrauchen kann. Das ist aus Glas, denn ich kann aktuell wirklich, wenn ich schlafen kann, kann ich sehr gut schlafen, aber es ist halt alle gerade nicht so leicht. Ne? Was willst du machen? Ist aber auch alles normal. Ja, 20 Milliliter sind hier drin. Als Spray ist auch mal ganz schön. Ich kenne Bachblüten tatsächlich auch als Globuli damals, ne, hat man die ja bekommen. Oder als Tropfen, aber als Spray ist für mich jetzt neu. Jo. Ich habe hier noch ein bisschen was drin, Leute. Allerhand Flyer sind hier. Jungglück, Pure Raw und ein Geschenk für dich von Calcalo. Ja, okay. Und dann habe ich hier Chlorella-Pulver von Pure Raw. Das habe ich ja eben vorgelesen. Chlorella vulgaris Mikroalgen. Was macht man damit? 3 Gramm, ein Teelöffel in ausreichend Flüssigkeit einrühren. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie so ein Superfood-Drink, dass du halt super krass Superkräfte bekommst. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der Popeye-Spinat von heute. Achso, es hätte auch noch Köttbullar, Bratwurst oder Gold Nuggets Alternativen gegeben, anstatt von Frikadellen. Auch interessant, ne? Und anstatt von diesem Bumme hätte man auch von Moi Hydration CBD Face Serum haben können oder Cake Hemp Com Vi, also quasi Hanfgummis. Okay, ja, und diese Chlorella-Geschichte kostet 5 Euro, krass. Sie ist mikroskopisch klein, hat es aber in sich. Die Süßwasseralge Chlorella steckt voller Vitamin B12 und Eisen und ist dadurch ein wichtiges Powerfood. Mit dem Chlorella-Pulver von Pure Raw, das komplett in Deutschland produziert wird, nutzt du die positiven Eigenschaften einer der ältesten Pflanzen der Welt für dein persönliches Wohlbefinden. Verfeinere damit zum Beispiel Smoothies, Säfte, Desserts und mehr. Ach so, das machst du damit rein. Okay. Mit ihrem nussigen Geschmack ist sie vielseitig einsetzbar und du kommst gesund und bestens versorgt durch den Winter. Das ist doch nett. Ach so, und das hätte, wenn du ein 12-Monats-Abo hast, genau, dann bekommst du ein Lidschatten mit dabei, ein Compact Eyeshadow von Angel Minerals im Wert von 19,90 Euro. Ich hatte den letztes Mal schon mit dabei. Genau, das wäre dann für Neukundinnen das Trend Goodie im 12-Monats-Abo, wenn du das jetzt erst abgeschlossen hast. Ansonsten hast du das letzten Monat schon bekommen. Aber Neukunden bekommen es dann auch immer mit. Das finde ich gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das neu ist und ob das vorher auch schon so war. Dann haben wir hier noch so ein, das hatte ich auch schon mal, hatte ich aber verschenkt. Das hatte ich in DIN A5, glaube ich. Habe ich an meine Schwägerin in Spee verschenkt. Into the Wild, ein Achtsamkeitsmalbuch für Erwachsene. Genau. Finde ich persönlich echt schön, ne? Aber ich habe da keine Zeit für, bin ich ehrlich, ne? Also ich bin hier super viel am Wuseln, ich drehe ständig Videos und mache und tue, habe jetzt ein kleines Kind und so und da kann ich jetzt hiermit leider nichts anfangen. Das heißt, auch das werde ich weiter verschenken. Ist aber ein wirklich schönes Malbuch, was du halt in diesem Design dann auch entsprechend hast, ne? Also wie so Mandalas und dann kannst du das halt ausmalen, wirklich schöne Geschichte. Machst dir da eine schöne Musik oder ein schönes Hörbuch zu an und kannst da einfach ein bisschen runterkommen. Und das finde ich persönlich auch mal total genial, dass man einfach so ein bisschen diese Zeit für sich halt bekommt. Ne? Wenn man halt jemand ist, der gerne auch malt zum Beispiel. Ich habe damals Erwachsene malen nach Zahlen gemacht. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Habe aber irgendwann dann YouTube für mich entdeckt und das mit den Malen nach Zahlen nicht mehr so exzessiv betreiben können. Dementsprechend, man muss halt einfach gucken, wo man einfach das Thema hat, was einen glücklich macht. Und bei mir ist es einfach YouTube, ne? Kann ich nicht anders sagen. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Briefumschlag. Coming Home with Tea von Trend Raider. Wie viel Tee drin ist tatsächlich? Jo. Hä? Okay, dann kannst du hier, das sind Teebeutel. Da kannst du losen Tee reinmachen. Das finde ich ja auch schon wieder, ehrlich gesagt, cool. Das finde ich wirklich cool. Denn ich habe recht vielen losen Tee, ne? Natürlich habe ich da auch meine Teesiebe für, aber manchmal sind alle Teesiebe gleichzeitig in der Wäsche. Und dann bin ich ganz froh, wenn ich sowas habe. Deswegen packe ich das hier mal zurück rein und kann das dann für diese Tage verwenden. Und das wäre jetzt auch einmal die Trend Raider Trendbox aus dem Monat Dezember gewesen. Gut bestückt, muss ich sagen. Und
Empfehlenswert. Ich persönlich fand es jetzt ganz cool, dass wir hier auch zwei Beauty-Produkte mit dabei hatten, ne? Also die Handcreme und die Cremedusche. Das finde ich ganz schön. Das Malbuch, auch wenn ich selber nicht verwende, finde ich sehr, sehr schön, definitiv. Die Food-Produkte finde ich ansprechend. Ja, doch. Also es waren tolle Produkte drin enthalten. Schreib mir gerne in die Kommentare, welches dein Favoritenprodukt hier aus der Box gewesen wäre. Und ja, wie gesagt, vielen Dank an Trendtrader für die Zusendung der Box und die Bereitstellung des Codes Claudi15, damit ihr ein bisschen was sparen könnt. Und dann war es das auch hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!